Und ich bin mir immer noch nicht sicher, wo ich den Ausgang nachher hinsetzen soll. Weil irgendwas brauchen wir als Ausgang. Vielleicht setze ich ihn wirklich hier hin. Oder hier. Nein, ich setze ihn wahrscheinlich hier irgendwo hin. So, jetzt erstmal die Brücken hier als Ersatz, bis wir genug Holz haben und die Forschung haben, um alles dicht zu machen. So wie wir auch hier oben dicht machen müssen, wieder und hier und überall. Und hier. Hier machen wir bloß die drei dicht. Das Nest hier ist ja eigentlich egal. So, weichere Betten sind erstmal wichtiger als die Plattenpanzer. Du wirst jetzt ein Gelehrter im Schlaf. Und als nächstes wirst du ein Krieger. Und ich heuer am besten gleich nochmal einen Jungzwerg an, der dann auch Krieger werden kann. Genug Essen, Beliebtheit und alles haben wir ja dafür. Und wenn alle auf Stufe 5 sind, lassen wir sie mal oben alle zusammen Wölfe ausräuchern gehen. So. Also ja, das wird, wie man sehen kann, wieder eine aufwendigere Mission. Ich bin schon wieder eine Stunde dabei. Und viel außer Wirtschaft voranbringen und einen Haufen Erze ausbuddeln habe ich noch nicht zu Wege gebracht. Aber das wird ja alles. Du wirst dann zum Speerwerfer und der andere wird auch zum Speerwerfer. Und wir kommen immer tiefer an die anderen Räume ran. Hier muss ich auch noch dann zumachen. Ernsthaft, hier sind noch Steine. Da ist auch noch mal ein Stein vorkommen. Ja, du Speerwerfer. Dann du Speerwerfer. Er schläft, der andere ist noch unterwegs. So, wir hätten aber genug Stein, um jetzt auch die restlichen Betten zu ersetzen. Durch diese Betten nämlich. Aber das Aufstellen kann ich mir noch sparen. Also Arbeitergeschwindigkeit. Dann die beiden. Also erst Plattenpanzer, dann Schlafsäcke. Auf was ich eher gehen könnte, wäre noch meinen dritten Forscher. Dass wir erst recht schneller forschen würden. Ich habe ja schon jetzt einen Jungzwerg. Könnte ich mir noch mal einen gleich holen. Bei Nahrung ist nicht das Problem. Problem ist eher Holz gerade zur Zeit. Weil ich kann leider keine Kokospalmen hier oben verkaufen. Aber ich kann jetzt die ganzen Feuerstellen hier verkaufen.
Nein, den Erdmännchen nehme ich die Behausung nicht weg. Gehen wir wieder unterirdisch. Ah, du bist schon mal Stufe 3, das ist gut. Wie sehen eigentlich die Militärzwerge so aus? Ja, du bist Stufe 5, die anderen beiden sind Stufe 5, aber haben schon ein paar Erfahrungspunkte gesammelt. So, bald haben wir wieder genug Holz. Ein Forschungspunkt. Sehr schön. Oh. Na, nicht, dass du mir da unten verhungerst. Da unten ist schon wieder Stein. Und da ist noch ein bisschen Stein. Also im Augenblick meide ich die Räume und buddel lieber außen herum. So, jetzt kann ich hier den Block setzen, dass wir den Thronsaal wenigstens fertig haben. Und ich könnte ja schon theoretisch anfangen, hier ein bisschen die Böden zu tapezieren. Also Fliesen zu legen. Das war leider falsch. So. Kann ich auch gleich mit den Wänden weitermachen. So, hier sind ja keine Wände leider. Hier sind Wände, die zugehören. Die hier gehören auch zu. So. Sind wenigstens die schon mal mit Stein verkleidet. Well, ich habe wieder Undigium entdeckt. Und hier ist Steinvorkommen. Oh, sehr schön. Da ist jetzt zu. Also sind wir da auch fertig. Gut. Hier unten sehen sie auch aus, als ob sie mit dem Buddeln fertig sind. Nur hier nicht. Hier wartet noch mehr Eisen und Stein. Und sobald ich den vierten Soldaten habe, bin ich mal neugierig, was in der Richtung eigentlich überhaupt ist. Oder ob ich da unterhalb auch auf Undigium hier wie hier oben treffe. Jo, die futtern. Thank you.
Arbeitereffizienz, Plattenpanzer und dann Kosteneffizienz, ja. Das ist so erstmal der Plan. Hä? Ich habe doch das andere Pad anvisiert gehabt, gerade eben. Na gut, bauen wir es eben neu auf. So, die Leiter brauchen wir jetzt aber erstmal nicht mehr. So, wir haben gleich den Punkt für die Arbeitereffizienz. Zusammen. Mal sehen, ob uns das die besseren Holzpflanzen gibt. Ich hoffe es mal. Nein. Wir werden immer noch die Bonbonpilze, die Zitronenbäumchen, die fast nichts bringen, Karottenbeete. Na, das Beste, was wir haben, sind immer noch die Radieschen. Weil alle anderen... Sachen bringen nicht wirklich was. Na gut, dann gehen wir in die Richtung weiter und dann gehen wir hier oben in Richtung zwergische Vorbilder erst fürs Erste. So, was sagen die beiden Zwergenlehrlinge? Du bist noch Stufe 3, du wirst bis jetzt 4, wirst bald 5. Das Blöde ist, meine Bergarbeiter haben jetzt nichts zu tun. Gott sei Dank habe ich mir doch keinen dritten geholt. Ich will erst hier oben zumachen, bevor ich hier den Boden aushebe. Dann muss ich hier zumachen. Dann kann ich hier zumachen, die drei. Dann muss ich das hier alles zumachen. Das wird lustig. Jo. Ich gebe mal ein bisschen Speed, während ich darauf warte, dass der letzte Zwerg hier Stufe 5 erreicht hat. Können die mal alle essen und so. Essen, schlafen und so weiter. Und forschen vor allem. Ich baue schon mal den Tisch auf für den Forscher nachher. So. Und einer von den beiden sollte 5 erreichen. Genau. Militär. Und dann auch gleich weiter upgraden zum Speerwerfer. Dann wird jetzt das gesamte Militär genommen. Wir gehen Wölfe ausräuchern. So. Okay. Einen haben wir schon mal. Da kommt gleich schon der nächste. Wie viele waren es nochmal? 4. Da sind noch 2, 3, macht insgesamt 5. 5 Wölfe.